zugeklappt ist, geht's ja auch nicht. Und jetzt ist er offen. Jetzt ist er auf. Es befindet sich kein freier Anhänger. Wir müssen das Ding zurückgeben. Ja, zurückgeben, neu mieten. Ja. Nein, muss man eigentlich nicht sparen. Man kann es richtig draufstellen. Ja, gut. Aber wenn es jetzt nicht klappt, dann mietet es doch ein neues. Ja, geht doch schneller. Leid. Okay, wir doch mal ja diese Dings drin haben. Diese Eisendinger, die braucht man gar nicht. Ja. Die hätte ich hier gar nicht draufstellen brauchen, die Eisendinger. Ja, die stelle ich aber wieder drauf, weil das sich so gehört. Ja, aber deswegen ja. Geht's nämlich nicht. Ja, siehst mal. Deswegen geht's nämlich nicht. Alles klar. Okay, siehst mal. Alles eure Schuld, ne meine. Hey. Ja, jetzt ist der Sachse mal nicht schuld. Puh. 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 Wieder wurscht. Ja, mir doch wurscht. Mausi, du hast es so gut gemacht. Magst du es wieder machen? Was ist jetzt? Ach so, daneben steht das Gestell jetzt. Okay. Pepsi! Nein. Was rennst du da unten rum? Mir doch wurscht. Mir doch wurscht. Boah, monatliche Abrechnung. 111.360 Euro habe ich gerade gezahlt. Alter Schwede. Ja, ich habe halt die teuersten von teuersten Fahrzeuge, weißt du? Ich habe aber alle Fahrzeuge genommen. Ja, ich brauche ja bloß mal ein paar Fahrzeuge ins Ding einmotten. Ja. Aber, ja, in Fahrzeughalle. Ja, ja, aber das mache ich nicht. So, bis dann. Okay. Wie war das mit dem Stütz noch gleich? Dings. Umschalttaste gedrückt halten und Q oder E. Wipsi macht beim Ladekran gleich mal, beim Wagen, beim LKW mit Ladekran, macht da gleich mal die Ware frei. Ach, hier vorne. Ey, enger parken kannst du nicht, oder? Der das alles zupackt. Alles zupackt. Jo. Perfekt eingepackt. Ja, aber sowas von. Und kein Kratzer reingemacht. Wipsi. Nö. Komm, häng dir mal an den Haken. Stell dir mal drauf, schau mal, ob du draufstellen kannst. Komm. Willst du dir jetzt am Hemdkragen hoch anhaken, oder? Ja, ich möchte mal schauen, ob ich den hochlupfen kann. Komm, Lipsi. Mhm. Lipsi. Oh, hast du Hunger? Bist du ein bisschen aggro? Lipsi. Nö. Der will nicht. Der Lipsi. Komm, mach's jetzt! Nein, das heißt, ich möchte mal wissen, ob man den dann hochziehen kann. Wenn er auf dem Haken ist vom Kran. Ui, ich sehe direkt runter und das Ding, das ist alles grün. Unter der Map. Aha, kannst du unter Map schauen? Ja. Hast du einen Baus im Rock hochgezogen? Siehst du die Unterwäsche? Überall die Kellerungen. Das sieht doch, das Krankenhaus hat keinen Keller. Psst! Die Häuser aus dem Keller. Geheimnis. Mann, echt. Ach, Lipsi, du bist langweilig. Was wolltest du? Ich wollte, dass du auf den Haken draufsteigst, wenn der im Boden. Da stehe ja hier oben. Ja, komm, dann hupf runter, du kannst runterhupfen. Es passiert nichts. Es ist nicht so, du verlierst keinen Fall, du kriegst keinen Fallschaden bei WoW. Nö. Breche ich mir ja wieder was, nö. Ach, ja. Wieder? Stimmt, du bist ja derjenige, der was sich, wenn er einen Meter runterhupft, alles bricht. Oh, pieps. Piep, piep. Oh, da kommt er. Ja, ich habe auch mein erstes Verkehrsschild mitgenommen gerade. Echt? Cool. Wenn ich habe piep, piep gemacht, weil wir wieder da sind, was? Wenn richtig schnell dagegen fährst, dann fliegen die Schilder meilenweit in die Luft. Ja, ich lade immer die Dings, die Straßenlaternen mit hinten drauf, weißt, auf den Ladewagen dann. Nehme ich dann immer mit. So, fertig, Wende, die zweite. Ja. Im Anmarsch.
Du kannst ja stehen lassen. Aufmachen. Ich muss mal kurz meine Wäsche aus der Waschmaschine holen und aufhängen. Bis ihr fahrt, wisst ihr, das dauert ja noch eine Weile. Ja, so 5 bis 10 Minuten hast du. So, aufmachen. Jo. Oh, Mitte, keine Ahnung. Und Mausi, wenn du jetzt auf das Baustellenzeichen gehst, weißt du, da jetzt, wo das Männchen mit dem Dings ist, mit dann siehst Mädchen. Du, ja genau, in welchem Abschnitt wir gerade sind und wie viel wir noch vor uns haben. Und wenn du dann das auf den Pfeil drückst, was wir alles brauchen oder was wir dann noch machen müssen. Die Ware steht ja schon dran, zum Beispiel Abschnitt 9, die Sachen besorgen, das war, dass wir sie vorher einkauft haben und schon hergefahren haben im Rutschenwagen. Und wir dürfen dann, siehst du, im Abschnitt 10 nochmal zur Fertigfabrik. Ach, dann nochmal 8-mal Fertigwände besorgen. Ja. Genau. Und dann die Erde steht auch schon da. Und der 12. Abschnitt ist nochmal Walzen. Ja, aber es ist dann ein bisschen kleiner Abschnitt. Ich weiß schon, wer den machen will. Boah, man, bei Charakter schaut voll ganz schön ernst. Die hat keinen Spaß bei dem Job. Nee, die kommt aus Russland. Ja. Das ist die Olga. Boah, ich möchte mich nicht als Chefin haben. Ich schau ja voll finster. Aber wisst ihr, was witzig ist? Was? Hier, wo ich, wenn ich hier da die Abschnitte durchgucke, ne, habe ich jetzt links unten noch die Anzeigen vom Dings-Controller. Echt? Ja. Vom Xbox-Controller, die Steuerungsanzeigen, oder? Ja, welche Knöpfe man da drücken braucht. Also benutzt du den Xbox-Controller, oder? Nein. Ah, okay, komisch. Ich bin über Tastatur. So, könnt ihr den gleich wieder zumachen. Nein, nicht den LKW. Ups. Die Bändchen rum. Ja, Entschuldigung. Bin ich ein bisschen zu nah am LKW gestanden. Ja. Alles gut. Passt schon. Was denn? Ach, komisch, hab grad voll den Leck gehabt. Leck grad voll. Warum weiß ich nicht. Pause im Halt. Ja, aber eben, eins muss ich ja sagen, das macht wirklich voll Fun. Schon, gell? Mal was anderes mit dauernd WoW. Ja. Und glaubst du nicht, dass der ETS auch fallen könnte? Ach, denke mir mal schon. Aber eben, wartet da noch 14 Tage gut, weil dann habe ich meinen neuen Rechner und dann kann man das da, auch draufpacken in Ruhe. Achso, und LS wollte ich ja auch überlegen, gell? Yep. Eventuell. Oh Gott, wir machen dich voll zur Simulantin. Aber sowas von. Du bist eigentlich ursprünglich gekommen wegen WoW. Ja! Eigentlich ja. Tja, aber dich voll am Sack. Es macht ja Spaß. Kannst du ehrlich gesagt. Also, und das ist das Allerwichtigste. Um was anderes geht's nicht. So, aufmachen bitte. So, offen. Danke. So, dann bin ich jetzt aber mal auf Toilette kurz. Ja. So, ich bin jetzt fast bei meinen 6 Millionen angekommen. Alter, ich glaube, wenn wir den Bau hier fertig haben, habe ich 6 Millionen.
Cool. Aber Schatz, ich muss ehrlich gestehen, mir war das nicht mehr im Kopf, dass es doch so viele Stockwerke sind. Doch, doch. Also, wir haben, wo wir das zum ersten Mal gemacht haben, wo Weltenbauer gesagt hat, ja, also es wird jetzt soweit fertig sein, ob wir es antesten wollen. Und du das da dann gespielt hast. Ich habe gedacht, oh Gott, wie lange braucht denn das? Das ist ja ewig, wie wir abschnitten und so. Und ich glaube, am ersten Mal waren es auch wirklich ein paar Stunden. Waren es wirklich 3 oder 4 Stunden. Ja, ist ja klar, du musst ja am Anfang erstmal gucken, wie du das am besten machst, aber mittlerweile geht dir das ruckzuck. Da Ja. ist gleich das Zeug einkaufen, herfahren und fertig. Das spart jede Menge Zeit. Ja, das hat man auch damals bei dem Multiplayer gemacht, da hast du einfach alleine, glaube ich, Naja. angespielt. Ja, und wenn du jeden Schritt alleine machen musst, ist klar, dass es länger dauert. Ja, ich habe das damals mit Mitarbeitern laufen lassen. Da ging es nämlich auch schneller. Ich wollte einfach nur die Baustelle schnell kurz sehen. Und dann habe ich es, nee, zum ersten Mal habe ich es allein gemacht. Ja, Beim genau so. zweiten Test dann, wo Ja. es dann fertig war, habe ich es mit dem Bauding gemacht. Mit den Helfer. Ich spreche ja quasi von der Pre-Alpha. Bevor sie freigeben wurde, durfte sie ja auch nochmal durchzocken. Ja, schon cool. Ups. Ja, da wäre bei das Gestell mitgegangen. Ich finde das auch so cool animiert, die Fertigwände mit den kleinen Rissen drin und so. Das ist voll. Ja, sieht cool aus. Anführer Johnny, voll cool. Macht dir Spaß, gell? Ja, Rand ist cool. Nee, mir ist es viel zu sehr geschaukelt da im Kran. Kran steuern gefällt mir gar nicht. Komm, das geht doch. Ja, du machst es super. Ich bin da voll am Rumzittern. Ja, mit dem Xbox-Controller ist das natürlich auch eine einfache Sache. Nee, da muss er einfach Gefühl dafür haben. Und für den Kran habe ich kein Gefühl, egal mit welcher Steuerung. Aber wenn es dir Spaß macht, ist alles cool. Ach Mist, da steht der Lips auf dem. Oh. Wo? Der steht jetzt auf der Baustelle. Mach die Baustelle frei und der Lips steht jetzt da rum. Mist. Es ist so warten, bis der Lipsel da ist. Ah, das ist Pause. Also nachher gleich einen Dinghänger wieder zurückgeben Das mache ich jetzt gleich, und ja. neuen mieten dann, wenn wir es nachher wieder brauchen. Das Weil ich mache ich jetzt. mag das nicht, wenn die Grischteile hier immer rumliegen. Ja, es sieht so. Unfertig Oh, aus. genau. Ein bisschen, ja, warte, ich probiere es schon mal. So, probier's. Ja, passt. Kunst, cool. Gut, dann müssen wir jetzt auf Nips warten, weil dann muss ich nämlich das nächste Zeug hier hoch. Er hat daran gedacht, dass er sie nicht in einem Fahrzeug sitzt, aber er hat nicht daran gedacht, auf einer Baustelle runterzugehen. Oh Mann. Na, müssen wir Naja. jetzt warten. Lipsi! Könnte der fies sein und ihn vom Spiel kicken. Könnten wir auch machen. Nee, der Lips steht da Wenn. oben auf dem Ding. Der steht oben auf dem Dach. Ja. Aber wenn er jetzt zu lang braucht, Ja, soll ich er halt sag nachher mal. nochmal joinen. Joinen. Ich schau mal, vielleicht kann ich noch runterschucken. Das wäre cool, wenn das ging. Das würde ich voll feiern. Aber ich glaube, das geht nicht.
Nein, Scheiße. Ellipse ist wie der Fels in der Brandung. Der bewegt sich kein Millimeter, Nein. oder? Ja, da haben die Schuhe jetzt ein paar Betonspritzer abgekriegt, weißt du? Hat er sich jetzt selber hier hinbetoniert. Gut, dann warten wir kurz. Der trocknet gerade an. Lipsi. Lipsi, Schlipsi. Ja, mit Funkkopfhörern wird sowas nicht passieren. Dann bin ich auch noch mal kurz AFK.